Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück in den Madden Ultimate Team Superstars. Hier geht es heute um Mad Paradise, 3-Sterne-Herausforderung. Wir sollen das Spiel gewinnen. Wir kriegen einen 4. Stern, wenn wir nicht gesackt werden. Und wir kriegen einen 5. Stern, wenn wir unseren Gegner zu einem Punt zwingen. Ja, dann gehen wir doch mal rein. So, wir spielen auf jeden Fall zu Hause im AT&T Stadium gegen die New Orleans Saints. Wir liegen mit 4 Punkten hinten. Haben noch genau 4 Minuten zu spielen. So, schauen wir mal unsere Defense entsprechend ein. Das Blöde ist, dass die Saints den Ball haben. Wir müssen sie ja zu einem Punt zwingen. Und wir gehen dafür erstmal in eine Cover One Rubber Press hinein. Drew Brees, der Quarterback der Saints mit einem Play-Action-Manöver. Und der war nicht gut geworfen. Zweiter Versuch und 10. Wir gehen in die Passing Counters hinein. Nehmen wir die Cover 6 Invert bei diesem zweiten Versuch und 10 an der 25-Yard-Linie. Diesmal ist es ein Lauf und die Cowboys sind nicht gut vorbereitet. Geht bis an die 32-Yard-Linie. Alvin Kamara war das. Und jetzt haben wir einen 3. und 3. Jetzt haben wir die Riesenchance, die Saints hier vielleicht zum Punt zu zwingen. Boah, ist die O-Line gut. Verdammt, verdammt, verdammt. Aber gutes Tackling hier von meinen Linebackern in der Mitte des Feldes. Die Saints müssen punten. Also das haben wir doch schon mal geschafft. Lassen die Saints die Uhr schon relativ weit runterlaufen. Der Kick geht bis an die 22-Yard-Linie. Was? Ich habe keinen Fair Catch gemacht, Freunde. Also wichtig ist, wir haben einen Bonusstern, hätten wir erreicht, wenn wir denn die Challenge gewinnen. Wir müssen darauf achten, wir dürfen ja nicht gesackt werden. So, wie kann man das am besten verhindern? Indem wir laufen. So. Halfback Base. Heißt, wir laufen über die linke Seite. Elliott ist unterwegs. Kommt bis an die 29-Yard-Linie. Ich gehe mal in die No-Huddle-Offense. RPO, Allard, Wide Receiver, Screen. Wieder Elliott, unser Running Back. Aber das war nix. Mit den RPOs komme ich noch nicht wirklich. Da bin ich noch nicht wirklich warm mit geworden. Ich will es mal so ausdrücken. Aber jetzt läuft die Zeit auch runter. Wir sind in den letzten 2 Minuten der Partie. Wir haben noch 3 Auszeiten zur Verfügung. Wir brauchen aber unbedingt einen Touchdown, da wir ja mit 4 Punkten hinten liegen. Jetzt müssen wir passen. 3. und 4. Elliott attackiert die Mitte zusammen mit Jason Witten. Witten ist gut gedeckt. Wir gehen auf Zeke Elliott. First Down Cowboys an der 40-Yard-Linie. Also wir sind immer noch in der eigenen Hälfte. Haben jetzt einen neuen ersten Versuch und 10. Play-Action-Shot-Wheel, aber wir gehen in einen Lauf in den Inside-Zone hinein. Oh, schöne Blocks. First Down, Ezekiel Elliott. Jetzt über der Mittellinie, wir sind an der 48-Yard-Linie. Go DBL Post und auch von dort nehmen wir ruhig nochmal die Inside Zone. Jetzt aber über die rechte Seite. Keine Chance. Da sind die Blocks nicht gut gesetzt worden. 2. und 12. Ich werde jetzt langsam anfangen müssen, über das Thema Auszeiten nachzudenken. Nehmen wir die Verts J Shake. Wir achten da besonders auf Cooper im Slot links. Elliott rechts, Witten attackiert die Mitte und der ist frei. Das müsste ein neues First Down für Dallas sein an der 38-Yard-Linie. Ich muss meine erste Auszeit nehmen. Wir kommen hier nur sehr langsam voran. So, Level Sales, wir attackieren die rechte Seite mit Witten und mit Zeke Elliott. Los geht's. Und Zeke bekommt den Ball. Ah, der kommt nicht in einen Move. Ball an der 35-Yard-Linie. Das ist alles viel zu wenig und es dauert viel zu lang. Das sieht nicht gut aus.
Die Saints hier mit einer sehr guten Defense-Leistung. 2. und 7 vor Verticals. Wer hat der Kind in die Mitte mit Witten und mit Cooper im Slot? Da kommt der Ball auf Jason Witten. So, no huddle offense der Cowboys. Incomplete Pass. Den musste ich probieren, tief zu werfen. Wir haben nur noch 7 Sekunden auf der Uhr. Da kriege ich das Ding noch nicht in die Endzone. So, wir achten auf Cooper, wir achten auf Cobb. Schauen wir mal, was die Safeties da hinten machen. Ja, oh, 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 fast sogar noch intercepted. 2 Sekunden noch auf der Uhr. Wir nehmen den Dick and Go. Ich achte mal besonders auf Cobb. Per Audible schicken wir Amari Cooper. Ja, kriegen wir das noch hin. Hot Route, wo ist Amari? Auf eine Strike Route. Also auch Amari Cooper geht Richtung Endzone. Los geht's. Da ist der Wurf und der ist incomplete. Damit haben wir das Spiel verloren. Denn wir hätten ja das Spiel gegen die Saints gewinnen müssen. Sehr ärgerlich. Ich bekomme zu früh nur noch Passspielzüge. Und ich will nicht passen. Ich will laufen. Jetzt müssen wir erstmal wieder die Saints versuchen, zum Punt zu zwingen. 1. und 10 an der eigenen 25. Drew Brees steht direkt hinter dem Center. 1. und 10. Laufspiel der Saints. Oh, da ist eine Lücke. Da ist eine gewaltige Lücke, Alvin Kamara. Bis an die 33-Yard-Linie. Das war nicht gut. 2. und 2. Mann, Cover 9. Wieder ein Lauf. Alvin Kamara nicht zu stoppen. Das ist natürlich jetzt richtig blöd. Neues First Down für die New Orleans Saints. Versuchen wir mal ein bisschen zu blitzen. Linebacker Zone Blitz. 1. und 10 an der 44. Der Run gestoppt. Endlich hat es mal geklappt. 2. und 10. Cover 2 Man. Saints lassen die Uhr runterlaufen. Also es wird auf jeden Fall noch ein Play geben vor dem 2-Minute Warning. Brees wirft vollständig. Ein schöner Hitstick. Wir sind angekommen beim 2-Minute Warning. Die Saints haben den Ball, aber haben jetzt einen 3. und lang. Wir gehen in eine Cover 3 Cloud Defense, zeigen Brees aber nur eine Cover 2. So, ich bin gespannt, was macht New Orleans? Sie laufen und gestoppt knapp vor dem First Down, aber wir haben den Alvin Kamara gestoppt. Ich nehme eine Auszeit, weil mir sonst hier die Uhr komplett herunterlaufen würde. Die Saints müssen punten. Da wird es keinen langen Return geben, denke ich mal. Nein, der geht sogar in die Endzone. Das heißt, wir starten an der 20-Yard-Linie. So, wieder haben wir den Punt geschafft. Und wieder brauchen wir, oder immer noch brauchen wir jetzt einen Touchdown. Wir starten mal mit den Double Posts. Also Cooper und Cobb auf der linken Seite. Witten attackiert die Mitte. Schauen wir mal, wie die Safeties hier reagieren. Incomplete Pass. Mussten wir mal riskieren. 2. und 10. Nehmen wir den Stick. Schicken Cobb von links auf eine Slant. Witten meine Sicherung. Da ist Cobb und da hat er den Ball. Richtig schönes Play. Ball an der 37-Yard-Linie. Neues First Down für die Cowboys. Play Action Read. Wir achten besonders auf Gallup. Rechts außen. Ah, der ist super gut gedeckt. In der Mitte Amari Cooper und überworfen von Prescott. Ach, das war eine Riesenchance. Double Slants, 2. und 10. Cooper und Cobb kommen von der linken, Gallup kommt von der rechten Seite auf einer Slant Route. Und los geht's.
Wunderbar, First Down und ins Ausgegangen. Damit bleibt die Uhr stehen. Neuer erster Versuch und 10 für die Cowboys. Mit den Slants sind wir recht erfolgreich. Das halten wir mal im Kopf. Nehmen jetzt aber mal den Fade Smash. Attackieren die Mitte mit Witten und mit Gallup. Achtung mal ein bisschen auf Amari Cooper. Da sind alle wirklich sehr gut gedeckt. Ball geht zu Elliott. Ball an der 46. Nehmen wir den Slot. Wir achten auf Amari Cooper, der im Slot steht. Gehen über die Mitten zu Jason Witten. Ball ist an der 36. Ich muss meine zweite Auszeit schon nehmen. Die Saints verteidigen das da hinten sehr, sehr gut. Level Zell. Wir attackieren die rechte Seite mit Witten und mit Zeke Elliott. In der Hoffnung, dass einer von den beiden... Oh Mann, Prescott. Der Quarterback fängt schon wieder an, mich gerade verrückt zu machen. Go DBL Post. Wir achten auf Gallup, der kommt von der rechten Seite. Cooper, meine Sicherung. Incomplete Pass. Jetzt haben wir einen dritten und 10. Ach, das wird schon wieder zeitlich alles so fürchterlich eng. Four Verticals. Achten auf Cooper im Slot. Witten attackiert die Mitte. Wir haben nur einen Safety hinten stehen. Und den hat Amari Cooper. Timeout Cowboys. Ein Riesencatch. So. First and Goal. Wir haben noch 16 Sekunden auf der Uhr. Keine Auszeit. Wir schicken Kopf von links auf eine Slanter Route. Witten ist meine Sicherung. Wir gehen auf Jason Witten und die sichersten Hände von Texas greifen zu zum Touchdown für die Dallas Cowboys. So, 23 zu 21 die Führung vor dem PET. Nach dem PET steht die ganze Sache bei 24 zu 21. 3 Punkte Führung. Das heißt, die Saints können mit einem Field Goal ausgleichen. Aber die Saints haben keine Auszeit mehr. Es sind nur noch 13 Sekunden zu spielen vor dem Kickoff. Der geht an die 2-Yard-Linie. Das heißt, jetzt läuft die Uhr weiter. Der Return gestoppt an der 25-Yard-Linie. 9 Sekunden noch auf der Uhr. So, dann nehmen wir eine Cover 4 Quarters. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie. Kein Druck. Schönes Tackling. Ja, Inbounds. Und jetzt läuft die Uhr weiter. Und das war's. Wir schlagen die Saints 24-21. 1, 2, 3, 4, 5. Maximum Stars geholt. Also die Challenge erfolgreich bestanden. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.